Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir sind zurück hier bei Elin in Alfheimer. Ja, und Elin macht sich Sorgen. Sie macht sich Gedanken. Ich denke, sie saß jetzt viele Wochen und Monate ruhig und geduldig, vielleicht auch ein kleines bisschen in Gedanken versunken, in ihrer großen Halle und ist sich nicht ganz sicher, wie sie agieren soll. Ich denke, wenn sie so das Drumherum beobachtet, hat sie das Gefühl, dass immer mehr größere und stärkere ja, Altümer, ja, Reiche, Kleinreiche um sie herum entstehen und hier wird, auch wenn es sich hinzieht und dauert, aber aller Voraussicht nach schon in Westgotland erobern. Sie ist immer noch einem Jarl hier auch unterstellt, der nicht ihr, ja, nicht ihr eigener im Grunde oder nicht ihr rechtmäßiger Lehnsherr oder in diesem Fall Lehnsfrau, Lehnsdame ist. Und ja, sie macht sich Gedanken, inwieweit sie Spielball ist oder Spielball bleiben wird. Sie hat jetzt die Erfahrung machen müssen, dass es auch mit Bündnissen immer so eine Sache ist. Die sind ja im Zweifel schnell geschmiedet, aber auf der anderen Seite zum Teil auch genauso schnell wieder verloren. Und ja, eine Ausdehnung nach Osten ist kaum möglich. Sie hat sich Gedanken darüber gemacht, ob sie hier von ihrer, ja, einfach, wo ist sie denn? Das ist, müssen wir über ihren Mann gehen, genau, von ihrer unsäglichen Schwester. Wir dürfen nicht vergessen, sie ist unsere Rivalin. Ob wir hier etwas in Richtung Bornholm unternehmen, denn tja, unsere Schwester hat hier nichts auf die Kette gekriegt. Wer jetzt hier Häuptling ist, das ist der Sohn auch einer Konkubine. Aber selbstverständlich, wenn wir uns um Bornholm kümmern, müssen wir uns um Schonen kümmern. Und da haben wir keine Chance, auch schon gar nicht. Wenn Schonen dann größer wird, wir haben hier einen Anspruch auf Dahl und Ansprüche sind immer Dinge, die durchgesetzt werden können oder durchgesetzt werden sollten, wenn möglich auch unabhängig davon, wie der Charakter so tickt. Aber auch hier können wir das im Moment überhaupt nicht. Also hier tobt natürlich seit Jahren auch ein Krieg. Aber wenn wir hier unsere Ansprüche durchsetzen wollten, können wir das nicht tun, was sicherlich daran liegt, dass das hier belagert ist und bereits Teil eines Kriegsziels ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall können wir hier keinen Krieg erklären. Und ja, da Alfheimer hier so an der Küste liegt, gibt es da nur noch eine Möglichkeit, sich ein wenig nach Westen umzuschauen. Und ja, wie gesagt, Elin ist jetzt nicht unbedingt kriegslüstern, sie ist nicht expansiv unterwegs, aber ich denke, sie hat ja auch mit ihrem Wissen, mit ihrem guten Bildungswert und mit ihrer verwalterischen Fähigkeiten doch auch erkannt, wenn Alfheimer nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken will und wenn Alfheimer nicht ja ein ja, Spielball der größeren Reiche um sich herum sein will, dann muss sie da agieren und etwas unternehmen. Und dabei ist ihr Blick hier auf Jylland gefallen, denn im Grunde, wenn wir uns das einmal hier auf den Herzogtümertitelnkarten bzw. Jarltumkarten anschauen, wir fühlen uns ja hier dem nicht gegründeten Jarltum von Viken zugehörig, also dieser Region hier um den Oslofjord herum. Und da gibt es doch dann durchaus eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir stärker werden müssen, wenn wir uns behaupten wollen, dann müssen wir hier mehr Macht und mehr Ländereien noch erobern. Und wenn es dann hier einen Jarl gibt, der so schwach ist, der dort alleine steht und hier Land auch noch besetzt, was rechtmäßig definitiv nicht ihm gehört, dann ist das doch eine Möglichkeit, da entsprechend zu agieren. Und genau, das hat sich Elin überlegt mit ihren Beratern und Kriegern. Und deswegen werden wir hier tatsächlich mal einen Krieg erklären, und zwar direkt dann auch um die Grafschaft Westfold. Genau, das werden wir tun. Und ja, entsprechend unsere
schon länger nicht mehr gemacht. Jetzt, zack, unsere Mannen hier ausheben und dann direkt mal nach Thunsberg schicken, damit sie hier ihre Arbeit verrichten können, angeführt von Harald. Hier kommt es dann direkt schon zu einer Schlacht. Ja, wollen wir die Schlacht hier führen oder bleiben wir? Verteidigung einer Furt, Tiger-Verteidigung, Gegner ist kürzlich verschifft. Ja, ich glaube, das kürzlich verschifft ist so viel wert, das sollten wir... Aber warum Westgotland? Die will ich eigentlich nicht kämpfen. Er hat doch hier keine Verbündeten. Oder welche Armee? Von Rostock? Nee, also ich denke, da sollten wir dann unsere Kräfte vielleicht einmal sparen und ja, gegen diese Armee nicht unbedingt kämpfen, wenn wir es nicht müssen. Ja, wir können aber hier einen neuen Vorzug auswählen und können jetzt tatsächlich schon hier auf den Architekten gehen. Und damit haben wir Verwaltung plus 2, Gebäudebauzeit minus 15%, Baukosten minus 10%, Besitztum Bauzeit minus 15% und Besitztum Baukosten auch minus 10%. Das ist doch wunderbar. Ja, jetzt findet hier eine Schlacht statt. Es ist ein bisschen nervig, dass wir jetzt... Jetzt können wir da durchziehen, ohne dass uns dort irgendjemand... Es war tatsächlich die Armee von Rostock, die... Sind wir jetzt doch noch hier mit reingerutscht? Nein. Doch. Doch, irgendwie schon. Naja, gut, das war aber eine bedeutungslose Schlacht und das Thema hatte sich eigentlich schon lange erledigt. Die Schlacht hatte sich schon erledigt. So, jetzt kommt hier die Armee von Aarhus. Ach so. Ei. Eieieiei. Da sollten wir aber schnell wieder Reis ausnehmen. Hat der gute Mann jetzt hier Söldner angeheuert? Ui. Wie ist der denn so plötzlich wieder so stark geworden? Oh, da sollten wir aber nochmal schnell ein klein wenig Reis ausnehmen. Und was denn mit unserem Verbündeten? Ja, ich denke, das sollten wir dann tun und hier in den Krieg rufen, auch wenn es nur so knapp dafür reicht. Hoffnung war jetzt, dass er... Ich meine, er ist zwar selber schwer angeschlagen, aber in keine anderen Kriege verwickelt. Von daher sollte da relativ schnell Hilfe kommen. Und dann, denke ich, bewegen wir uns mal in die Richtung. Ja, er tritt dem Krieg bei. Wir bewegen uns dann in die Richtung, dass wir vielleicht gemeinsam mit unseren... Oh, aber sind wir nicht schnell genug? Wir sind nicht schnell genug. Wir sind nicht schnell genug. Das könnte eine entscheidende und knappe Schlacht werden. Wir haben aber einen guten Vorteil. Wenn wir jetzt gut würfeln, könnten wir diese Schlacht, wo wir eigentlich zahlenmäßig klar unter... Oh. Es sah doch so gut aus. Es sah doch so gut aus. Was war denn da plötzlich passiert? Also das, muss ich gestehen, ging mir jetzt fast ein bisschen zu schnell. Wir brauchen aber erstmal einen neuen Ratsmarschall. Ich denke, das ist jetzt in dieser Situation mit am wichtigsten. Und hier brauchen wir jetzt einfach unseren besten Mann. Das muss Harald machen. Und als Ratsverwalter... Ja, müssen wir hier dann Kettilmund einsetzen. Ich denke, selber mit dem verwalterischen Schwerpunkt wollen wir auch einen guten Verwalter haben. Und als Ratsspitzel, ja, bleiben da nicht viele übrig. Kümmert sich da zunächst einmal
Tolia drum. Ja, aber hier müssen wir doch jetzt nochmal schauen, wie es zu dieser Niederlage kam. Unsere Champions haben gut gekämpft. Ja, unsere leichten... Ah ne, das sind Aufgebote. Das leichte Fußvolk hat nicht besonders gut abgeschnitten. Ja, das sah doch aber eigentlich die ganze Zeit sehr gut aus. Und plötzlich wendete sich das Blatt. Tja, jetzt, wo ist denn unser Verbündeter aus Blackinge? Jetzt geht er hier auf die Schiffe. Och, Kollege, das ist doch Quatsch. Wo flüchten wir jetzt ganz hin? Ja, wahrscheinlich flüchten wir in unsere Hauptstadt und kriegen da dann direkt wieder auf den Kopf. Und er will jetzt hier belagern. Och, Kollege. Ne, jetzt kommt er. Jetzt kommt er zu uns. Dann werden wir warten, bis er bei uns ist. Und werden dann entsprechend einen nächsten Anlauf nehmen. Ja, und es ist eine Fraktion gegen Jarl Gudrun geschaffen worden. Eine Fraktion, die Häuptling Ylvar auf den Sielnischen Thron bringen möchte. Ylvar von Fünen möchte jetzt selber Jarl werden. Ja, ich habe euch das gesagt mit dem Spielball der Mächtigen und dergleichen. So, genau, kommt ihr mal zu uns. Sehr gut. Damit sollten wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch hier im Vorteil sein. Also da muss ich gestehen, hatte mich ein wenig überrascht. So, und jetzt ist es geschehen. Ja, benachbarter Herrscher verlor Krieg, Jarl Rörik. Und zwar die Bergslagische Eroberung von Westgotland. Ja, damit ist hier das Häuptlingstum Westgotland rausgefallen und Schweden zugefallen. Ja, und das kurz bevor hier die 100% erreicht worden ist, womit Schonen jetzt einen beträchtlichen Teil des Jarltums Westgotland gar nicht mehr mit unterwerfen kann. Aber auch dieser Krieg müsste jetzt gleich vorbei sein. Und ja, dann bin ich gespannt, wie das dann dort aussieht. Tja, ich denke, Edin hat lange... Jo, und jetzt ist es schon passiert. Ja, Cecilia hat den Krieg gewonnen, der Verlierer Häuptling Rörek, schonisch-westgautischer Unterwerfungskrieg. Ja, und damit ist Schonen deutlich gewachsen, deutlich größer geworden. Tja, hat's knapp verpasst, hier das Kriegsziel auch noch mit zu erobern, Westgotland, was jetzt hier Bergslagen zugefallen ist. Und ja, damit Schonen deutlich, deutlich größer und stärker geworden. Ich denke, die Entscheidung, sich dort selber auch etwas zu rüsten, sicherlich nicht falsch. Ja, Gudrun ist immer noch gefangen. Da ist er wieder mit seinen Armeen, aber ich denke, dieses Mal sind wir besser gerüstet. Tja, er steht jetzt dort in den Bergen und was ist denn das? Ist das hier bergig? Hügel. Haben wir denn einen Anführer, der auch auf Hügel spezialisiert ist? Hügelverteidigung, mehr Truppen. Wir haben die höhere Güte. Ja, es wird uns jetzt noch negativ angezeigt, weil er natürlich hier weiter belagert. Nee, ich denke, dann werden wir das auch erst einmal weiter durchziehen, solange sie hier stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Wobei sie natürlich dann auch... Vielleicht sollten wir doch eher reagieren. Auch keine Verbündeten hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz genau. Das können doch nur relativ wenig Gold. Kann man das irgendwo sehen? Diese Armee genauer anklicken. Armee von Aarhus. Befehlshaber Halfdan Ingling.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob das Söldner sind, die er sich da gegönnt hat. Ich denke, wir werden das nochmal. Oh, und Holmger wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsenen zu sehen. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass er nur einen guten Mentor braucht, um Holmger die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. Wenige am Hof und in der Halle dürften von seiner Beherrschung der Etikette beeindruckt sein, doch wenigstens weiß er durchaus, wie man sich in der gehobenen Gesellschaft zu verhalten hat. Tja, immerhin, also Holmgar ist ein annehmbarer Unterhändler und bereits in seinen jungen 16 Jahren dem Alkohol verfallen. Er ist ein zufriedener, fleißiger und gleichzeitig gieriger Charakter. Also zufrieden heißt, er ist zufrieden mit dem, was er hat. Und gierig heißt, er will immer mehr, vor allem Geld. Also, wie wir das dann im Zweifel zueinander bringen, das werden wir uns dann nochmal anschauen müssen. So, und wir werden uns auch anschauen, die werden hier schon immer stärker. Ich denke, dann werden wir doch einmal hier. Halfdan, 24, eieiei. Das ist natürlich auch ein extrem guter Anführer. Aber ich meine, dort stören sie uns nicht. Es ist schon. Ja, Holmge ist nicht verheiratet. Das ist klar. Ich denke mal, wir werden hier erstmal belagern und schauen, was sie dann vorhaben. Denn ja, so richtig. Na, ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht zu lange warten und sich dieses Pokerspiel nicht irgendwo rächt. Vielleicht hätten wir diesen Angriff schon früher einmal starten sollen, aber erstmal werden wir jetzt unsere Belagerung beenden. Und dann einfach nochmal weiterziehen und schauen, was geschieht. Ja, Westfold haben wir jetzt erobert und ich denke, wir werden einfach mal hier nach Aarhus ziehen und dann schauen, was. Er schlägt uns jetzt einen weißen Frieden vor. Nein, ich denke, das werden wir aber auf jeden Fall erstmal ablehnen. Ja, ich meine, das war klar, dass er jetzt hier vormarschiert. Hier können wir noch jemanden ausheben. Ja, dass er jetzt hier zurückbelagert, war eigentlich klar. 9 Monate und ich fürchte, wir brauchen. Naja, vielleicht sind wir gar nicht viel langsamer. Ja, aber ich denke, was wir auf jeden Fall nochmal tun sollten, ist etwas Prestige hier zu investieren, um weitere Kämpfer um uns zu scharren. Ich denke, das ist jetzt ein wichtiger Aspekt für Elin, damit sie die Chance hat, hier erfolgreich hervorzugehen aus diesem Krieg. Und Kettelmund ist gestorben, hat man ihn gerade als Ratsverwalter eingesetzt. Ja, dann wird Harald diesen Posten wieder übernehmen. Unser Kanzler wird unser Marschall, denn wird hier jetzt tatsächlich einmal ordentlich durchgemischt. Und unser Sohn Holmger ist ja ein ganz annehmbarer Diplomat. Dann werden wir ihn hier zu unserem Ratskanzler machen. Ja, er scheint ja aber doch
deutlich weiter zu sein. 6 Monate, 5 Monate. Ach, das sieht nicht gut aus. Da wird er Westfold zurückerobert haben, bevor wir hier etwas dann werden erreicht haben in Aarhus. Ja, werden jetzt hier direkt bei unserer Tja, abwarten. Das ist ein schwieriger Krieg und ein enges Rennen. Aber so oder so wird er das zurückerobern. Und dann ist die Frage, was wir tun. Ob er nach Kununga-Hela zieht, um unsere Hauptstadt zu belagern, das sollten wir dann definitiv unterbinden. Ach, sehr gut. Wir haben Häuptling Frierik. Wir haben den Jarl selbst bei unserer Belagerung gefangen genommen. Und damit können wir den Krieg auch direkt beenden. Sehr gut. Können unsere Forderung erzwingen. Wir erhalten den umkämpften Titel. Wir erhalten Westfold 75 Ruhm, 75 Prestige. Und damit können wir unsere Forderung durchsetzen. Sehr gut. Seid gegrüßt, Häuptling Elin von Alfheimer. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Mit Verlaub, Jarl Arnfast Haraldsson von Jylland. Ja, so sei es. Damit können wir unsere Armeen auflösen. Und damit ist Alfheimer gewachsen. Damit ist Alfheimer hier jetzt am östlichen und am westlichen Rande des Oslofjords. Und ja, ein gutes Gefühl für Elin, denke ich, die froh ist, ja, vielleicht etwas besser jetzt wieder Luft kriegt, Luft holen kann, nachdem sie hier ja, etwas Macht ausbauen konnte, Ländereien dazu gewinnen konnte, um einfach nicht mehr so stark abhängig zu sein, auch vom Goodwill ihres Jarls und von ihrem Schutz, einfach an der Stelle stärker zu sein und sich im Zweifel auch selbst behaupten zu können. Denn nach dem, was all die letzten Jahre hier um uns herum passiert ist, hatten wir doch ein bisschen das Gefühl bekommen, denke ich mal, dass das Ganze eine ziemlich unstabile Situation ist und da selber ein besseres Fundament zu haben, ist in diesem Zusammenhang bestimmt nicht falsch. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge hier mal um Westfold kümmern müssen. Werden mal schauen, was es da zu tun gibt. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei bleibt, unsere Elin weiter mitbegleitet. Bis dann, macht's gut, euer Henri.